Der Luftraum über Deutschland ist einer der verkehrsreichsten der Welt. Die Lotsen der deutschen Flugsicherung kontrollieren jedes Jahr über 3 Millionen Flugbewegungen am Himmel. Ein kleiner Streifen Papier in einem farbigen Plastikrahmen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Flugstreifen ist absolut wichtig. Das ist eigentlich unser Arbeitsgerät, mit dem wir arbeiten, das uns mit Informationen versorgt und in dem wir dann auch alle Änderungen und alle notwendigen Informationen dokumentieren. Auf dem Münchner Flughafen steht eine Verkehrsmaschine zum Abflug bereit. Das Ziel ist Hamburg. Ohne die bestätigte Startfreigabe vom Tower darf sie den Boden jedoch nicht verlassen. Berlin 368, runway 260, 010 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Berlin 368, runway 26 right, cleared for takeoff. Your control, takeoff. Jedem Passagierflugzeug, das in Deutschland startet, landet oder den Luftraum durchquert, wird ein Kontrollstreifen zugeordnet. Auf den Papierstreifen befinden sich alle relevanten Informationen für die Fluglotsen, die sie bei ihrer Arbeit berücksichtigen müssen. Der Kontrollstreifen enthält viele Abkürzungen, die erst einmal verwirrend wirken. In dem mittleren Sektor sind für uns die primären Informationen dargestellt. Das heißt, das ist die Airline mit der Trip-Number, das heißt also das Callsign für uns. In dem Fall die Air Berlin 368. Wir sehen mitunter rechts oben in der Ecke den Flugzeugtyp, mit abgekürzt mit B738, was für uns eine Boeing 737-800 ist. Drunter das M ist die Wirbelschleppenkategorie. Ist unterteilt in 3 Klassen, L für Light, M in dem Fall für Medium und H für Heavy, für zum Beispiel ein Jumbojet. Der hätte eine 747, hätte ein Heavy dann drunter stehen. Circa 20 Minuten bevor der Lotse den Flieger auf dem Bildschirm sieht, sortiert der Runner den Kontrollstreifen in den passenden Halter. Dieser zeigt durch die Farbe bereits an, aus welcher Himmelsrichtung das Flugzeug zu erwarten ist. 5 Kontrollzentren der deutschen Flugsicherung teilen sich den Luftraum über Deutschland untereinander auf. Um den Steigflug der BER 368 kümmert sich nun Fluglotse Christian Modelmeier im Kontrollzentrum München. Über Funk meldet sich die Cockpit-Crew an. Dabei übermitteln sie die aktuelle Flughöhe und die Zielhöhe. Berlin 368, Berlin 368 identified, climb flight level 270. Ich habe sie in eine Zwischenhöhe freigegeben. Die kam also im Steigflug noch 19.000 Fuß zu mir auf die Welle. Ich habe sie also begrüßt, habe ihr gesagt, dass ich sie jetzt auf dem Radarschirm identifiziert habe und habe sie dann für weiteren Steigflug freigegeben. Also ich checke dann, ob andere Flugzeuge im Weg sind. Wenn das nicht der Fall ist, gebe ich das Flugzeug für einen weiteren Steigflug frei, in dem Fall nach 27.000 Fuß, was dann die Übergabehöhe ist zum nächsten Sektor nach Karlsruhe zu Rheinrädern. Auf Strecke durchquert jedes Flugzeug mehrere Sektoren. In unserem Fall sind ganze 18 Fluglotsen in 9 Sektoren mit der Abwicklung des Fluges von München nach Hamburg beschäftigt. Genau wie auf dem Boden existiert auch am deutschen Himmel ein dichtes Straßennetz. Die Flugzeuge werden von den Lotsen auf diesen Luftstraßen wie auf einer Perlenkette aufgereiht. Die Punkte, an denen sich die Luftstraßen kreuzen, werden in der Flugsicherung mit einer Buchstabenkombination gekennzeichnet. In dem Sektor erkennt man, welchen Weg das Flugzeug in meinem Sektor zurücklegt. In dem Fall eben von dem Punkt Upala, Amela nach Laska. Laska, der schwarz unterlegte Punkt, ist der Punkt, den er als letztes anfliegt. Und die Zeit dazwischen, diese 57, mag auch merkwürdig aussehen, bedeutet einfach nur, dass es in dem Fall um 8.57 Uhr der Punkt überflogen wird. Für uns ein Hinweis, dass ob der Flug auch pünktlich ist oder dass der eventuell mit dem nächsten Sektor weiter koordiniert werden muss, falls er zu früh oder zu spät ist. 14 Minuten nach dem Start hat Flug BER 368 den oberen Luftraum erreicht. Center-Lotsin Katrin Glaubitz sorgt für die korrekte Staffelung der Flieger. Dabei müssen bestimmte Sicherheitsabstände eingehalten werden. Auf der horizontalen Ebene sind das 9 Kilometer, vertikal mindestens 300 Meter. Evelyn 368, climb level 380. Climb level 380, Evelyn 368. Checked. Generell, was ich sage, muss mehr oder weniger befolgt werden. Und wenn sie es nicht können, aus welchen Gründen auch immer, müssen die Piloten uns Bescheid geben, damit wir die Staffelung aufrechterhalten. Zum Beispiel geben wir ihnen ja auch sogenannten
Rates, also Raten mit, dass sie mit 1000, 1500 Fuß in der Minute steigen sollen. Und das ist zum Beispiel, weil wir kreuzenden Verkehr haben, über den wir den drüber bekommen müssen. Die Fluglotsen am Boden weisen die Piloten an und sind über Funk im ständigen Kontakt mit der Crew im Cockpit. Nähern sich zwei Flugzeuge in hoher Geschwindigkeit an, müssen die Lotsen innerhalb kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen treffen. Auf seinem Weg nach Hamburg durchquert Flug BER 368 noch die Kontrollstellen in Maastricht und Bremen. EDDM ist die Abkürzung für München, EDDH für Hamburg. Das heißt also, auf dem Streifen hinten erkennen wir, von wo das Flugzeug gestartet ist und wo es hin möchte. Also von München nach Hamburg. Dahinter die Hieroglyphen UM726 bedeutet einfach das U für Upper, für oberen Luftraum. M726 ist die Luftstraße an sich, so wird die benannt. Und kann man eigentlich mit einer Autobahn vergleichen, wie die A5. So heißt das eben jetzt hier M726. Und der nächste Punkt heißt jetzt hier Lasto. Das wäre dann wie auch wie ein Autobahnkreuz zu vergleichen. Das heißt, der fliegt über die Autobahn M726 zu dem nächsten Kreuzungspunkt und geht dann hier auf den nächsten Weg UM852 weiter zum nächsten Punkt. Das ist also einfach nur dreidimensional. Im Sinkflug übergeben die Lotsen im Kontrollzentrum den Flieger an ihre Kollegen auf dem Tower. Flug BER 368 hat die Landefreigabe für Hamburg erhalten. Routiniert setzen die Piloten ihre Maschine auf die nasse Landebahn. Tausende Flugzeuge werden so jeden Tag durch den Luftraum gelotst. Mit Hilfe eines kleinen Streifen Papiers.